Geh da. Plünderer Linse, okay. Hat der auch dabei? Ja. So, können wir jetzt das Gnu da hinten noch anpfeifen? Unser Pferd. Können wir. Sehr gut. Ist hier noch mehr? Nö. Ist hier denn mir was gespawnt? Nö, kann er nicht. Bin nur noch im Gebiet. Komm her. Schnell geht, macht nichts. Könnt ihr ihm natürlich auch eine verpassen jetzt mit dem Pfeil, aber ich muss ja keine Munition verschwenden. Wenn es nicht sein muss. Und wir haben ja Zeit. Also easy going. Komm her. Komm her, Kleiner. Dankeschön. Fertig. Und ein wenig Draht. Wir müssen viel mehr Draht haben. Nämlich zu wenig. Hier sieht es sehr siegezähnig aus. Muss ich mal so festhalten. Oh, ein Schwein. Hallöchen. Der hat sogar was gedroppt für uns. Ein Traum. Da ist noch eins. So, der Medizinbeutel ist auch mal voll. Traumhaft. Und wo soll denn eine Figur rumeiern? Keine Ahnung, wie sich das niederschlägt. Aber irgendwo da oben. Ich vermute mal auf irgendeinem Felsvorsprung. Hier ist Jagdgebiet, da ist Waschbiber. Den hole ich mir. Der hat auch nichts passendes droppen. Scheiße. Da war ich zu gierig. So, irgendwo da. Oder beziehungsweise in der Nähe. Beziehungsweise eigentlich bin ich sogar noch ganz weit weg. Oh ja, ich bin noch ganz einen Arsch voll weit weg. Muss erstmal hochkommen. Aufpassen, dass ich nicht irgendeinem Vieh zufällig in die Flossen laufe. Ein Hase. Ist ja süß. Mach's gut. Hier führt auch ein Weg hoch oder ein Pfad. Ich höre auch ständig irgendwas knurren. Das ist beunruhigend. Okay, komme ich da so hoch? Was ist das denn hier? Ja, ich wollte hoch. Okay. Ich hoffe, die hält die fest, die Hohname. Ich kletter hier mal hoch. Ich habe keine Ahnung warum. Ist hier irgendwo irgendwas? Ich kann aktuell nichts erkennen. Aber der Pfad hier wird sicherlich nicht umsonst hier sein. Würde ich mal behaupten. Muss aufpassen, dass ich das Ding hier nicht verpasse. Aber so wie das hier aussieht, wird es wahrscheinlich ganz oben sein. Irgendeine Puppe oder so ein Scheiß. Wo geht's denn weiter? Hier? Nee, da. Ja, da muss man schon mal hingucken, wenn man nicht überall dran fassen kann. Dahin. Ja, toll. Ganz toll. Ganz toll. Muss natürlich da nicht springen. Ist Quatsch. Ist Quatsch. Da ist es.
Banu-Figur. Da ist sie. Okay, wie komme ich da hin? Vorzugsweise, indem ich hier lang hüpfe, ne? Hüpfe. Die Klettersteuerung ist sehr ungenau, wie man sieht. Ja. Wundert mich eigentlich, dass wir noch nicht mehr in den Tod gefallen sind. Wenn ich ehrlich sein soll. Das wundert mich. Aber bisher hatten wir wahrscheinlich einfach nur Glück. Zufällig liegt hier oben ein Haufen Scheiße rum. Und da ist zufällig eine Figur. Ach nee, ist kein Haufen Scheiße. Aufnehmen. Hm. Noch eine Banu-Figur. Was ist denn hier noch eine? Das ist die erste, die wir gefunden haben. Banu-Figur. Ein hölzernes Artefakt, das neben einem mit Glyphen beschrifteten Stück Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Set solche Artefakte, bla bla. Sonst noch irgendwas? Nö. Höchst interessant. Gut, haben wir das auch? Finde ich gut. Dann haben wir hier ja soweit alles leergeräumt. Was wo gibt. Finde ich sehr gut. Dann können wir ja hier oben reintreten. Weiter machen. Bis wann? Wir sind jetzt da. Die Feuer habe ich hier soweit alle. Dann seilen wir uns jetzt hier runter und machen die Rache der Nora. Da liegt auch noch ein Feuerchen auf dem Weg, rein zufällig. Da waren wir schon. Da ist noch verderbtes Gebiet. Und ein Pornorama. Entschuldigung. Komm ich hier auch irgendwo hin? Runter vielleicht? Auf meine Art? Es würde, glaube ich, gehen. Und wäre kürzer. Teufelsdurst. Ist jetzt ein Dorf. Dann, wenn hier sonst nichts gibt, nö, dann gehe ich hier runter. Mache ich meinen Weg. Zack. Geht ja auch. Und geht schneller und ist kürzer. Langsam, langsam. Und schneller nicht unbedingt, aber er ist kürzer, wenn wir unten sind, weil sonst müssten wir jetzt den ganzen kompletten Berg hier umlaufen. Habe ich so ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Gut, es klappt ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappen soll so, aber bisher sind wir noch nicht durch Fallschaden ums Leben gekommen. Was ist denn da hinten unterwegs? Ist das wieder ein Graser? Könnte ein Graser sein. Hört sich auch schwer nach. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Da sind ganz viele davon. Können wir die. Ich bräuchte. Immer schön leise. Ach, leck mich doch. Das scheinen Plünderer zu sein, die nach Teilen suchen. Was? Wo? Wo? Hä? Ach, da. Wenn wir Pech haben, kommt der hier gleich her. Die dann erwischen wir wahrscheinlich nicht. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Toll. Das ist meins. So. Das ist nicht so gut. Schlückchen an den Hals. Nach hier vorne haben wir auch. Oh, Wildschwein. Schön.
Nehme ich auch mit. Wäre auch schön, wenn wir uns sowas wie Essen kochen könnten. Oh, sehr nützlich. Hm, schreien auch lauter. Läuft. So, die sind immer noch da. Also mit zwei von den Plünderern können wir es mittlerweile aufnehmen. Auch im direkten auseinandersetzen. So, jetzt wollen wir wieder einen rumzerfetzen. Ja, die suchen jetzt gar keinen mehr. Na, euch erwische ich auch. Na, der wird wahrscheinlich nicht zu Tode brennen. So, darf ich meine Beute einsammeln? Ich brauche nämlich Draht. Sehr hilfreich. Geht noch, ne? Oh, ist voll. War da Draht mit bei? Da war Draht mit bei. Schön, da war kein Draht mit bei. Das war nicht so schön. Da war Draht mit bei. Oh, halt. Eine Schadensspule mit 6%. Okay, ich guck mal. Die sind alle Modifikationen. Schaden mit 6%. Wir haben hier Schaden 8. Und ansonsten gar keinen Schaden. Oh, wir haben schon wieder so viel Verderbnis hier. 6, 7, 7, 6 und 6. Hier weg. Ich lege das Schadending mit. Ich lasse ungern Dinge zurück. Bin ich ja ehrlich. Bin ich nicht der Typ für. Oh, das Fuchs. Jetzt sehe ich den nicht mehr. Toll. Erwischt. Mit zwei Pfeilen. War. Voll der Jägerstyle. Ach, da sind die schon wieder. Müsste es hier nicht irgendwo irgendwas geben? Da ist Feuer. Da. Da, wo die Läufer rumeiern. Die würde ich auch gerne erledigen. Naja, falscher Knopf. Ah, ich verdrück mich heute enorm oft. Das ist auffällig. Die sind gar keine Läufer, sind Graser. Doch, Läufer. Komm mal her. Guck mal hier, Junge. Mach dich kaputt. Vorausgesetzt, du siehst mich nicht. Und da steht nichts hinter mir, was mich angreifen könnte. Jetzt bin ich sichtbar. Der nächste. Die besetzen nämlich gerade mein Feuer. Das ist nicht geil. Das geht so nicht. Finde ich übrigens gut, dass das so funktioniert. Blöd finde ich übrigens, dass es schon wieder regnet und du siehst nichts. Du siehst einfach nichts. Komm her, Pferdchen. Ich weiß, ich könnte dich auch umbauen, aber... Ich erledige das. Ich brauche leider einen Draht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen verwerflich, dass wir nur ein bisschen Draht... Also sag ich mal, aus so einer ganzen Maschine, dass wir da irgendwie nur 4 Draht rauspulen. Ich meine, das Ding muss aus Drähten bestehen wie Sau, oder nicht? Da geht doch mehr. Hm, da ist nix. So. Hier setze ich jetzt ein Ende. Sehr gut. War da Draht dabei? Habe ich nicht drauf geachtet? Hm, ja. Oh, verderbte Spur. Na ja, gut, habe ich eh gerade eine wegvernichtet. Kein Draht. Aber ich habe ein... Hier drüben müsste, glaube ich, irgendwo ein Wächtergebiet sein. Oh, und ein verderbtes Gebiet.
Oder verdorbenes. Verdorbenes Land. Oh, was ist das denn? Was ist denn da los? Banditen. Noch mehr Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Ah, wann. Was zum. Was macht der? Warum? Wo kam der denn gerade her? Irgendwer wurde gerade geblitzt da hinten. Hä, wer macht denn da Schock? Was kommt da denn? Ach, ein Panzerwanderer auch noch. Willst du mich verarschen? Hör mal auf, Junge. Kann ich dem vielleicht mal was abreißen? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich gehe mal weiter vor. Ganz vorsichtig. Na toll. Hab ich instant gesehen. Willst du mich verarschen? Ich muss bei ihm weg. Lass mich. Bin ich da. Der will halt die Aggro auf mich, ne? Nicht gut. Tschüss. Nein! Kann grad nicht. Bin selber beschäftigt. Wieso behält er denn Peilung auf mich? Das ist nicht gut. Ich habe gerade nichts zum Einfrieren dabei, ne? Aua, 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 aua. Au. Ich fühle mich unwohl. Was willst du denn jetzt? Hau ab! Da hatte ich keine Zeit für dich. Aber ich nehme das trotzdem mit, danke. Krieg ich unten Schaden? Ist gerade ein bisschen ungünstig. Jetzt rufst du zum Thema einfrieren. Lässt er mich immer in Ruhe? Alter, wieso hat er so viel Aggro auf mich gezogen? Und wieso hat er mich nicht mal auf dem Auge verloren? Was ist denn los? Der lässt nicht locker. Was ist los mit dem? Oh, der kommt jetzt nicht her. Das wäre doof. Der sieht so aus, als ob er herkommen will. Der kommt auch her. Das ist aber schlecht. Natürlich! Jetzt, alter Schwede, was ist denn mit dem? Ich muss mal eben kurz die ausrüsten. Um die mal ein bisschen Schock zu frosten. Vorzugsweise gegen den. Lauf. Ach, genau reingerannt, du blöde Mistkuh. Ja, ist doch gut. Alter, kannst du mal locker bleiben?
Alter. Der will's mir doch verarschen. So. Oh, da ist ein Menschlein schwer bewaffnet. Fuchs, ein wenig beeilen. Alter, das war aber ein bisschen übertrieben, ne? Alter, was haben die denn hier gelegt? Was haben wir denn hier so? Feindlicher Mensch, Elite-Banditen, Baba. Falscher Knopf. Ach, mal wieder. Den mache ich, glaube ich, mal damit weg. Das ist ein Elite-Gegner. Die anderen sind, glaube ich, ein bisschen Larifari. Was? Zerstörter was? Zerstörter Behemoth. Was zur Hölle ist ein Behemoth? Kann ich noch nicht brücken. Okay. Hat auch einen Kistenhalter. Die Zerstörung dieses... Überrennt seinen Gegner mit seinem massigen Körper oder wirft mit seinen Hebevorrichtungen Steine aus der Ferne. Ja, war Alter. Eis und Abriss. Alles. Kraftlader. Abriss. Energiezelle. Schock und Abriss. Okay. So, ich würde mir gerne erstmal den Elite holen. Und der scheint sehr elitär zu sein. Alter, die haben ja richtig was erledigt, wa? Tot. Und die anderen müsste ich ja nicht so kriegen. Wer liegt hier? Weißt du doch nicht. Der ist 10. Komm her. Was war das? Ja, zeige ich dir. Komm her. Ich weiß nicht genau, was das war. Was bedeutet denn der Schädel bei dem, Alter? Banditen-Rohling. Oh, dass ich den nicht mit dem stillen Angriff. Oh, der hat aber eine dicke Sense in der Hand. Tot. War mir eh unsympathisch. Ja, guck mal her. Was war das? Zeig ich dir. Okay, das ging nicht. Also die mit dem Totenkopf, die kann ich nicht einfach so. Da ist ein Heilkraut, das hätte ich gerne. Alter, die haben ja richtig Krawall gemacht. Der eine hat eine dicke Wumme in der Hand gehabt. Ich glaube, die kann ich mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich die behalten kann. Oh, hier hat auch einer was Lilanes dabei. Verdorbenes Gewebe, irgendwas. Das muss ich leider mitnehmen. Wir haben doch hier schon mal was Blaues Verdorbenes, ne? Ja, hier. Verderbnis Schutz. Schock und Nahkampf. Eis und Nahkampf. Wir haben ziemlich wenig Gewebe, dafür aber sehr viel von dem ganzen Scheiß hier, ne? Eis, Eis. Achso, die sind blau. Feuerhandhabung, Feuer, Feuer. Weg und weg. Schnell alles. 44 Metallscherben, nice. Lohnt sich also, diese Viecher alle zu machen. Was sind ihr denn dabei? Nahkampfschutz und Spulschaden 34. Absolut kein Platz. Ja, 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 pass auf. Da mache ich Platz. Da seid ihr. Verderbnis, Verderbnis, Verderbnis. 7%, 6% und Abriss. Hier der Einzelne. Der bringt gar nichts. Dafür. Das zeige ich dir, wie wir Platz für haben. Hier ist noch viel mehr, Alter. Lanzenhornlinse. Leuchtendes Geflecht. Was ist denn der dabei? Okay. Feuerspucker. Schwer und durchschlagskräftig.
Was macht es? Kann ich es haben? Kann ich es behalten? Alter. Aha. Wow. Alter, damit hat er gerade das andere Vieh gelegt, ne? Kann ich nicht behalten. Schade. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Fliege ich nur irgendwo drum? Da wäre noch was. Ein Elite-Bandite. Ein Elite-Bandite und ein Panzerwanderer. Alter, die sind aber schwer bewaffnet, die Jungs. Alter, hat der da übelst die fette Wumme dabei. Geisteskranker Typ, ey. Was ist los mit denen? So, hier ist irgendwo noch... Welche verdammte Zone habe ich... Ach, da hinten die. Ja, Alter, wir sind weit von ab, Junge. So, wir müssen jetzt rein theoretisch dem Weg folgen, dann kommen wir zum nächsten Lagerfeuer. Wieso kann ich die fette Waffe nicht behalten? Das ist doch kacke. Sowas kann man immer mal gebrauchen. Gegen langsame Tiere vor allem. Alter, wir haben schon wieder so viel abgelegt. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das tut mir im Herz weh. Aber uns fehlen immer noch Fuchsknochen. Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht auch nicht. Der ist fertig. Oh, der wird gehen. Kann ich den Knochen? Jägerbogen. Köcher-Upgrade. Mach mal. Waschbär fehlt. Hoch. Waschbär fehlt mir. Wildschwein fehlt mir auch. Waschbär fehlt mir. Der fehlt mir auch. Ich muss echt ein bisschen mehr jagen. Aber ich würde gerne in sicheren Gebieterinnen jagen. In sicheren Gebieterinnen. Könnt's ja. Warum waren die hier, Alter? Was haben die gemacht? Ich meine, außer diesen. Das Ding zu überfallen und dann auch noch den den Feuerbrüllrücken zu triggern, der dann auch noch akut Aggro auf mich gezogen hat. Da sind Wächter. Gar wächterlich am Wachen. Komm her. Brauch dein Draht. Ist bescheuert. Ich habe gesagt, komm her. Der ist bescheuert. Der ist nicht ganz dicht. Hier. Komm hier jetzt. Interessant, wie die gleich aufmerksam werden, ne? Da hinten auch schon wieder Feuerbrüll-Mongos. Die sind ja überall hier, Alter. Was ist denn da los? Ich dachte, hier wäre der Gebiet. War doch nicht hier. Ich guck gerade hier so hin. Die sind aber weit ab vom Schuss, oder? Hier ist irgendwo ein Feuer. Also ein Lagerfeuer. Ja, komm her jetzt. Schnell geht, macht nichts. Wieder ein bisschen Draht. Aber ja, nicht viel. Was ist das da eigentlich? Müsste das hier sein? Hier gibt es kein Panorama. Ach, guck mal, hier ist Teufelsleid. Oh, das wird interessant. Hier gibt es auch sehr viel zu holen. Aber auch sehr viele garstige Kreaturen. Drei Fertigkeitenpunkte haben wir. Wir können die mal einsetzen. Ich weiß, das hier würde gehen. Überbrückung auf unbegrenzte Zeit. Ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Naja, so viele, die wir reiten können, haben wir jetzt noch nicht gefunden. Ausbeute notwendig? Was? Ach, willst du mich verarschen? Ich brauche den, um den zu machen. Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Oh, ja, dann komm. Toll. Muss ich wieder sammeln. Von irgendwo in die Richtung, ne? Ja, da ist irgendwo ein Feuer. Ich glaube, die Viecher da können wir noch nicht tamen, oder?
Mal rennen hier diese fetten Okolyten rum. Ich hätte gerne mal gewusst, was das, ob die Ruinen hier Städten nachempfunden werden oder sind. Wenn ja, wie die mal früher in echt hießen. Da ist das Feuer und da ist so ein scheiß Brüllaffe. Zwei sogar. Schön, dass die ruhigweise auftreten, ist traumhaft. Breitkopf. Den darf ich haben. Oh, der ist lieb. Nee. Breitkopf. Keine Schwächen, keine Stärken, natürlich. Lohebehälter, Feuer und Abriss, das übliche. Hörner, auch Abriss. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Sturmangriff. Okay. Ist reitbar. Und, kann ich sogar brücken. Graumhaft, wollte ich gerade sagen. Traumhaft. Ja, ist total schlau, hier jetzt rauszutreten. Ich speichere eben schnell, damit ich gleich getötet werden kann und immer wieder hier spawne, um immer wieder zu sterben. Der eine hat gerade schon... Ich muss mehr über diese Maschine herausfinden, wenn ich sie überbrücken will. Ja. Noch eine Brutstätte? Ja, wo denn? Ist noch keiner auf der Map eingezeichnet, soweit ich weiß. Und ich muss hier hin, Alter. Weil hier ist so viel zu holen. Und hier ist noch ein Banditenlager. Okay. Ich weiß, das letzte Mal haben wir Neil... hier, glaube ich, irgendwo gesehen, ne? Der war glaube ich, hier irgendwo. Ich glaube aber, der sollte der noch gar nicht sein. Wie sind die eigentlich noch markiert? Brauche ich doch gar nicht. Ach, guck mal hier. Nächste Brutstätte. Sind die alle markiert? Die sind alle markiert jetzt. Oh, okay. Das ist ja schön. Und aus dem Banditenlager ist ein Dorf geworden. Teufelsdurst. Apropos Durst, ich habe auch Durst. Ich trinke mir mal kurz was. Ich schenke mir mal eben einen ein. Und trinke auch was. Weiß kann. Ich muss hier so durch. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo hier hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Hauptquest technisch. Der ist sehr nah dran. Da ist wieder ein Panzer. Wäre schön, wenn die mich nicht bemerken. Ansonsten sind sie nämlich schwarz für mich. Ich denke mal, das Bullenvieh da hinten wird auch angreifen. Instant. Sobald es von uns Informationen. Ja, was heißt Informationen? Sobald es uns bemerkt. Ich würde gerne... Ich glaube, ich kann hier hinten rum, oder? Den Weg zurück. Einfach jetzt hier rüber. Ich muss da eh hoch. Ich muss da drüben dann hin. Ich glaube, durch die Seilrutsche kommen wir später wieder runter. Da sah zumindest gerade so aus, als ob da ein Seil eingezeichnet wäre. Verdammt! In meinen Stiefeln steht das Wasser. Naja, mach dich locker. Dann müssen wir hier irgendwie hochkommen. Das ist viel schlimmer. Gucken, ob wir wieder einen alternativen Weg finden, warte. Bevor wir das machen, erstmal zum Panzer. Zum Panzer. Strom hat auch nichts rum. Da drüben ist auch noch so ein Panzer. Lagerfeuer. Achso, ja. Gut. Das ist, da. Ach, guck mal, wer da oben steht. Junge Nora-Jägerin, die warten schon auf mich. Komm ich hier hoch? Muss so, oder? Lagerfeuer entdeckt, noch eins. Hä, wie viele noch? Ach, da oben ist auch noch eins. Ja, leck mich am Arsch. Moin, ich komme. Ich weiß, ihr wartet schon seit ungefähr einem halben Jahr. Aber... ihr seid ja auf Rache aus, dann macht das, glaube ich, nicht so viel. Das nehme ich lieber mit. Was ist da denn? Ein Brüllrücken.
Wollt ihr mich verarschen? Ihr Lappen. Kann ich hier irgendwo in Deckung gehen? Der nimmt sowieso gleich wieder. Der ist hier gleich wieder instant genotist. Was machen die da? Ist die bekloppt? Wieso greift die den an? Können die sterben? Hat der gerade eine Schusswaffe abgefeuert? Oh, hier ist noch einer. Großartig. Ja, macht die doch alle aggro. Ich halte mich da raus. Da habe ich keinen Bock drauf. Was hast du hier für einen Auftrag? Gar keinen anscheinend. Will ich wissen, warum dein Fuß in einer Scheißschale steht? Nee, ne? Kann ich hier... Ich speichere mal. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okay. Räume die Lager. Drei an der Zahl. Aber bevor ich das mache, die prügeln sich dann immer noch mit dem Vieh. Oder auch nicht. Wolfel ist ja ein bisschen Krieger, Schnauze. Es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Was? Zeit zu töten. Was? Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache. Heute brechen wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Urmutter unseren Verstoß vergeben. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Auf in den Kampf. Ihr habt euch hier ein sicheres Plätzchen ausgesucht zwischen Siegezahn und, dem ollen Brüllaffenrücken. Traumhaft. Warum wird es jetzt eigentlich dunkel? Finde ich nicht so gut. Hier, ich. Worauf wartest du noch? Fordere den Feind heraus. Das ist das Wetter, ehrlich gesagt. Nö, ich wollte eigentlich nochmal speichern, so wegen der Sicherheit. Hier, so. Ich speichere einmal. Und bevor wir da jetzt runter eiern, mache ich eine kurze Pause. Ach, das sind sogar zwei. Traumhaft. Mache ich... Da hinten, was ist das denn? Wieso hängt der denn da rum? Warte mal, in die Richtung. Wenn ich in die Richtung gucke... Ist das... Der ist gar nicht so weit weg. Warte mal. Da hinten. Da ist auch so eine... Teufelsmaschine. Die hängt hier auf dem Berg rum. Irgendwo. Ich weiß gar nicht wo. Könnte hier sein. Oder... Sie, können wir bis hier gucken? Willst du mich verarschen? Könnte sein. Ja, jedenfalls, bevor ich da jetzt runtergehe und die alle über den Haufen schieße, mache ich eine ganz kurze Aufnahmepause, weil ich bin jetzt bei lange genug und wird Zeit für eine kleine Pause. Wir sehen uns aber gleich wieder, weil ich gleich weiter aufnehme. Deswegen bis gleich hier.